Shalom zusammen! Wir haben uns bereits in dem ein oder anderen Video mit den Speisegeboten der Bibel beschäftigt und uns den Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren angeschaut. Auch in diesem Video wollen wir uns mit Tieren beschäftigen, allerdings nicht mit toten Tieren, sondern mit lebendigen Tieren. Wir werden dabei feststellen, dass Tiere innerhalb der Schöpfung Gottes eine sehr wichtige Rolle spielen. In der Bibel werden dabei etwa 130 Tierarten erwähnt. Schauen wir uns zunächst einmal an, wem die Tiere auf Erden gehören. So heißt es im Psalm 50 ab Vers 6. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Ich bin Gott, dein Gott, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Denn Gott kennt nicht nur die Gedanken der Menschen, sondern auch die Gedanken der Tiere, wie wir noch sehen werden. Gott gehören also alle Tiere, weil der himmlische Vater sie durch seinen Sohn im Anfang geschaffen hat. Doch schauen wir mal, wer über die Tiere auf Erden herrschen soll. Gott sprach im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott übergab also dem Menschen die Verantwortung über seine geschaffenen Tiere. Doch dieser Verantwortung werden wir sicherlich nicht gerecht, wenn wir verantwortlich dafür sind, dass viele Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Denn wem es Spaß macht, Elefanten zu jagen, um anschließend deren Stoßzähne zu verkaufen, der verstößt gegen das sechste Gebot Gottes, nämlich, dass wir nicht töten bzw. nicht morden sollen. Denn als Noah in die Arche ging, gedachte Gott nicht nur an Noah, sondern auch an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Dass selbst eine Taube sehr nützlich sein kann, lesen wir in Kapitel 8, Vers 1, wo geschrieben steht, Und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm, und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Diese Taube hat also ihren Auftrag erfüllt und wusste genau, was sie zu tun hat, weswegen sie sozusagen nicht mit leeren Händen wiederkam, sondern eben mit einem Ölbaumblatt. In einer Zeit wie heute, in der man eigentlich nur schlechte Nachrichten in den Zeitungen liest, wünschen sich viele Menschen einfach wegzufliegen, wie es zum Beispiel eine Taube tun kann. So heißt es im Psalm 55, Vers 7. Und ich sprach, Oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube, ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Doch diese Ruhe haben heute leider weder die Menschen noch die Tiere, denn Mensch und Tier leben weder in Harmonie miteinander, noch im Einklang mit dem Schöpfer. Menschen töten Tiere, Tiere töten Menschen und natürlich sich gegenseitig. Und dass Gott Tiere benutzen kann, um Menschen zu bestrafen, haben wir unter anderem bei den zehn Plagen in Ägypten gesehen. Auch in Jesaja 56, Vers 9 heißt es, Kommt alle her, ihr Tiere auf dem Feld, um zu fressen, alle ihr Tiere im Wald. Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts, stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gern, doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich an ihre eigenen Wege, jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Wenn Menschen also nicht den Willen Gottes tun wollen, dann kann es schon mal sein, dass Tiere den Willen Gottes tun, indem sie die Menschen bestrafen. Der Prophet Elia hingegen war Gott treu und folgte den Geboten Gottes, weswegen er sozusagen tierische Hilfe bekam. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 17, heißt es ab Vers 4, Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Und die Raben brachten ihm, nämlich dem Propheten Elia, Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Es war also Gott, der den Raben gebot, Elia zu ernähren und damit am Leben zu erhalten, weil Gott noch einiges mit Elia vorhatte und noch vorhat. Viele Menschen beten heute zu Gott, wenn sie zu wenig zu essen oder zu trinken haben. Doch wie sieht es bei den Tieren aus? Nun in Hiob 38, Vers 41 und im Psalm 147 ab Vers 7 heißt es, Wer verschafft dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an Nahrung? Stimmt dem Herrn ein Danklied an, Lob singt unserem Gott mit der Harfe, der dem Vieh sein Futter gibt, dem jungen Raben, die zu ihm schreien. Auch die Raben schreien also zu Gott, wenn sie hungrig sind, und so wie Raben Elia ernährt haben, so ernährt Gott auch die Raben, die zu ihm schreien. Schauen wir mal, was Jeschua der Messias dazu sagte. In Matthäus 6, Vers 26 sprach der Sohn Gottes,
Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Eindeutig ja, denn sonst hätte Gott ja den Tieren die Herrschaft über die Menschen gegeben und nicht umgekehrt. Deswegen ist es manchmal im Kurpark etwas schwer zu unterscheiden, ob nun die Menschen mit ihren Hunden Gassi gehen oder die Hunde mit den Menschen, da einige mit dem Tempo und dem Temperament einiger Hunde nicht mithalten können. Doch Gott wünscht sich nicht nur, dass die Raben zu Gott schreien, sondern alle Tiere und natürlich auch die Menschen. So heißt es im Psalm 148 ab Vers 7: Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Meerestiere und alle Meeresfluten, wilde Tiere und alles Vieh, alles, was kriecht und fliegt, ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden. Sie sollen loben den Namen des Herrn. Die ganze Schöpfung soll Gott loben, denn ohne den himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus würde es weder die Menschen noch die Tiere geben, geschweige denn ein Planet, wo sie leben könnten. Doch natürlich loben nicht alle Menschen Gott, genauso wenig wie es alle Tiere tun, denn die Schlange ist im Gegensatz zu Raben anscheinend kein Tier, das zu Gott schreien würde. So heißt es im 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du dies getan hast, nämlich Eva verführt, sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Viele Menschen haben früher auch Tiere vergöttert, zum Beispiel im antiken Ägypten oder aber auch in Israel. Schauen wir mal, was König Jerubim getan hat, und zwar im 1. Buch der Könige, Kapitel 12, Vers 28, wo geschrieben steht: Darum hielt der König, nämlich Jerubim, Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und wie wir in den ersten beiden Teilen über den Antichristen gesehen haben, ist Jerubim in der Tat ein Mensch, der nicht aus seinen Fehlern gelernt hat und kein offenes Herz hat für das Wort Gottes oder geschweige denn die Gebote Gottes. Deswegen könnte man Jerubim laut Bibel mit einem Hund vergleichen, denn in Sprüche 26, Vers 11 heißt es: Wie ein Hund, der zu seinem Gespeid zurückkehrt, so ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. Und ein Narr, der seine Dummheit wiederholt, ist unter anderem ein Mensch, der in seinem Herzen spricht, dass es keinen Gott gibt oder dass der Mensch nur ein moderner, sich weiterentwickelter Affe sei. Dass die Schlange im Garten Eden mit Eva gesprochen hat, ist nicht der einzige Fall in der Bibel, wo Tiere mit Menschen reden. Am 7. Juli 2013, also vor etwa 4 Jahren, habe ich ein Video hochgeladen mit dem Namen Der sprechende Esel und der sprachlose Prophet. Schauen wir dazu mal ins 4. Buch Mose, Kapitel 22, wo ab Vers 27 geschrieben steht: Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Bileam, dem Propheten, auf ihre Knie. Da entbrannte der Zorn Bileams und erschlug die Eselin mit dem Stecken. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund. Und sie sprach zu Bileam, also die Eselin: Was habe ich dir getan, dass du mich nun 3-mal geschlagen hast? Denn so wie Gott einst die Sprachen der Menschen verwirrte, wir denken an Babylon und Nimrod, so könnte auch die Kommunikation zwischen Menschen und Tieren einst möglich gewesen sein, und vielleicht ist es wieder eines Tages möglich, denn für Gott ist alles möglich. Dinosaurier gehören natürlich ebenfalls zur Schöpfung Gottes, und auf die bin ich bereits in einigen Videos eingegangen, genauso wie über den wahren Grund ihres Aussterbens, nämlich die Sintflut. Auch wer zum Beispiel Ameisen für dumm oder für nicht zu gebrauchen hält, scheint diese Geschöpfe wenig zu kennen oder zu verstehen. Im Gegensatz zum weisen König Salomo, der in Sprüche 6, Vers 6 schrieb: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wenn selbst Ameisen, die man mit dem bloßen Auge kaum sehen kann, genau wissen, was sie zu tun haben, dann kann der Mensch von jedem Tier das ein oder andere lernen, denn oft freut sich ein Hund, wenn das Herrchen nach Hause kommt, mehr als das eigene Kind. Schauen wir uns Sprüche 30 ab Vers 29 an, wo Folgendes geschrieben steht: Diese drei haben einen schönen Gang und 4 schreiten stattlich einher. Der Löwe, der Held unter den Tieren, er weicht vor nichts zurück. Das lendengegürtete Kriegsross, der Ziegenbock und der König, der mit seinem Herr zieht.
Und so wie der Löwe von nichts zurückweicht und der Held unter den Tieren ist, so weicht auch der Löwe aus dem Stamm Juda, nämlich Jeschua HaMashiach, von nichts zurück, denn er ist der Held unter den Menschen, der König der Könige. Etwas, das Menschen und Tiere ebenfalls gemeinsam haben, ist der Geist. So heißt es in Prediger 3, Abvers 19. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen, und sie haben alle denselben Odem, und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn es ist alles nichtig. Alle gehen an denselben Ort, alles ist aus dem Staub geworden, und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt. Denn wenn Tiere keinen Geist hätten, könnten sie auch keine Gefühle zum Ausdruck bringen, was bei vielen Tieren der Fall ist, egal ob sie glücklich oder zornig sind. Deswegen heißt es in Prediger 9 ab Vers 4, über den Hund und den Löwen, also über den Helden unter den Tieren. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Jedenfalls nicht bis zur Auferstehung aus den Toten, wenn Gott Gericht halten wird. Die Menschen des Volkes Gottes werden in der Bibel auch oft als Schafe bezeichnet, die sich verlaufen haben, weil sie vielen falschen Hirten gefolgt sind. So lesen wir zum Beispiel in Hesekiel 34 ab Vers 11. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden. Und vor knapp 2000 Jahren kam ein Hirte auf diese Erde, der die Welt erleuchtet hat mit seiner Herrlichkeit, nämlich das Lamm Gottes, Jeschua der Messias, der in Matthäus 15, Vers 24 und in Johannes 10, Vers 11 sagte, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Denn laut Aussagen des Sohnes Gottes hat niemand größere Liebe als jemand, der bereit ist, sein Leben für seine Freunde zu geben, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Schauen wir uns eine weitere Aussage des Messias an, nämlich Lukas 12, wo der Messias ab Vers 6 sagte, verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen, und nicht ein einziger von ihnen, von den Sperlingen, ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Wir können also sehen, wie sehr Gott seine Schöpfung liebt, auch wenn seine Liebe nicht immer von seinen Geschöpfen erwidert wurde. Gott liebt sein Volk so sehr, dass die Wiederkunft des Messias mit einer Hochzeit verglichen wird, bei der man ja ebenfalls einen Bund fürs Leben eingeht. So heißt es in Offenbarung 19 ab Vers 6 über die Rückkehr des Lammes Gottes. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes, nämlich die von Jeschua HaMashiach, ist gekommen, und seine Frau, das Volk Gottes Israel, hat sich bereit gemacht. Werfen wir zum Schluss noch einen weiteren Blick in die Zukunft, denn so wie es einst im Garten Eden war, als der Mensch in Harmonie mit der Schöpfung und im Einklang mit dem Schöpfer lebte, so wird es auch wieder sein, wenn der König der Könige seine Königsherrschaft angetreten hat. So heißt es in Jesaja 11 ab Vers 6 über die Tierwelt im Reich Gottes, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und dann wird niemand mehr behaupten können, dass es keinen Gott gebe, denn Gott wird mit uns sein und er ist es schon heute, nämlich durch seinen Sohn Jeschua, der bald zurückkommen wird, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Heute und in Ewigkeit. Amen und Gottes Segen.